Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal und zur heutigen Wunschpartnerlegung. Wir schauen gemeinsam in die 18. Kalenderwoche, also vom 1. bis zum 7. Mai, was sich da bei eurem Wunschpartner so tut. Einmal schauen wir in seine Gedankenwelt, in seine Herzebene hinein und das Gleiche dann bei euch auch nochmal. Für diejenigen von euch, die heute das erste Mal zuschauen und sich wundern, warum so viele Kartendecks hier liegen, natürlich benutze ich einmal für euren Wunschpartner und für euch zwei verschiedene Kartendecks, damit jede Karte auch im Deck vorhanden ist oder bei der Person vorhanden ist. Denkt dran, ich spreche immer aus den Augen einer Frau, also wenn es bei euch um eure Wunschpartnerin geht, dreht es euch so um, wie es für euch richtig und stimmig ist. Ab nächster Woche ist auch endlich meine Homepage fertig, was bedeutet, ab da bin ich dann auch für euch für persönliche Readings, wie soll ich das jetzt nennen? Stehe ich euch zur Verfügung. So. Gut, aber jetzt wollen wir nicht lange um den heißen Brei herumreden, denn wir sind ja alle gespannt, einmal was bei ihm denn im Kopf so los ist in Bezug auf euch. Plant er etwas? Möchte er euch etwas sagen etc. Und wie immer lege ich einmal die positiven Gedanken und die negativen, wobei die negativen Gedanken jetzt nicht negativ sind in der Form, wie man das Wort negativ sonst benutzt, sondern können auch sich Ängste dahinter verbirgen, Sorgen, Nöte, also das Wort negativ nicht ganz so persönlich. Gut, dann legen wir los. Für die KW 18 ist es, glaube ich, hoffe ich, zum Thema Wunschpartner. Was sind denn seine Gedanken, wenn er so an euch denkt? Plant er etwas? Was geht ihm durch den Kopf? Da hätte ich gern drei Karten. Eine, Dankeschön. Und noch zwei Karten. Was darf ich meinen lieben Zuschauern erzählen? Welche Botschaften, Ratschläge oder Tipps hat die geistige Welt zum Thema Wunschpartner für diese Woche? Upsala, das waren eindeutig zu viele. Entschuldigt. Einmal Kartensalat und nochmal. Eine Karte hätte ich gerne noch zum Thema Wunschpartner. Was ist denn da in seinem Kopf so los, wenn er an euch denkt? Eine Karte noch bitte. Im Wonnemonat Mai, da muss doch mal was gehen. Da kommen doch die Frühlingsgefühle hoch, da ist doch das Herz warm und bereit. Sehr schön. So, dann schieben wir das alles mal ein Stück rüber, damit ihr das auch gut sehen könnt. Wow. Also hier schon mal unglaublich schöne Gedanken in eure Richtung, denn es klärt sich für euch etwas auf oder ihm wird etwas klar in Bezug auf euch. So ist das besser gesagt. Seine Gedanken waren bis jetzt, wie soll ich sagen, etwas verklärt. Er hat nicht gewusst, was er oder wie er weiter verfahren soll. Aber wir sehen ganz, ganz schön, also die dunklen Wolken, da hat er darauf geblickt, was eben sagt, er hatte keinen klaren Blick, er hatte keinen Durchblick oder Plan, aber die Sonne scheint jetzt auf den Sarg. Und der Sarg ist ja eine Karte der Transformation, sagt also aus, dass er bereit ist, das Alte zu beenden und in etwas ganz Neues mit euch durchzustarten. Und das Schöne ist, hier liegt ja der Ring. Also die Sache ist rund, der Ring ein Zeichen für Beziehung, für etwas Festeres.
Also seine Gedanken sind schon mal sehr, sehr positiv in der kommenden Woche, was euch betrifft. Und er sieht endlich mal klar, was ja sehr, sehr schön ist. Denn in den letzten Legungen war ja eigentlich auch schon immer das Thema, eigentlich weiß er, was er möchte, kommt aber irgendwie nicht aus dem Quark, der gute Mensch, ob Mann oder Frau, total egal. Jetzt weiß er aber, was er möchte. Er möchte den Zustand, den ihr bis jetzt hattet, beenden und auf was Neues hinarbeiten. Und das sieht nach Beziehung aus. Also von daher, mega. Jetzt schauen wir mal, welche Ängste, Sorgen, Nöte hat er denn? Was ist denn noch so in seinem Kopf los? Zu eurem Thema, zu euch, wenn er an euch denkt. Welche Ängste, Nöte, Sorgen beschäftigen ihn? Da hätte ich gerne noch zwei Karten, zwei Botschaften von der geistigen Welt zu diesem Thema für die kommende Woche. Was macht den guten Menschen denn Sorge? Und eine noch bitte. Hoppala. Eine Karte noch zu seinen Gedanken, Ängsten, Sorgen. Eine Karte hätte ich gerne noch. Das sind zu viele, nur eine. Zwei lasse ich mir auch immer noch eingehen, aber wenn es zu viele sind, da haben wir sie. So, jetzt. Die negativen Gedanken durchaus positiv. Ja, wir haben den Reiter. Der Reiter ist eine Botschaftskarte, aber auch eine Karte, dass etwas sehr, sehr schnell geht. Der Hund spricht von Treue, Loyalität, von Freundschaft und die Sonne ist ja die Wunscherfüllung. Die Wärme, die Geborgenheit, das Schöne im Lennemann, bei mir immer die absolute Ja-Karte, wenn ich frage. Ich denke, seine Ängste sind ein Stück weit dahingehend, dass er Angst hat, wenn er mit euch in eine Beziehung geht, dieses Freundschaftliche, dieses Lockere, diese freundschaftliche Ebene zu verlassen. Ich glaube, er hat etwas Angst, dass wenn das in die Hose geht, sage ich jetzt mal, mit der Beziehung, dass er euch auch als Freund, als Freundin verlieren könnte, weil ihm das sehr, sehr wichtig ist, weil er sich da geborgen fühlt, aufgehoben fühlt und glücklich ist. Und diesen Schritt zu wagen, von der Freundschaft, von dem, was ihr im Moment habt, da, das macht ihn noch ein bisschen Bauchkrummeln, obwohl er es ja möchte. Aber die Sorge ist einfach, ja, wenn er den nächsten Schritt eingeht und irgendwas klappt nicht, dann verliert er euch ganz. Das ist das, was ich jetzt gerade so fühle, was so seine Gedanken sind, denn ja, ihr versteht euch, ihr habt den gleichen Humor, ihr habt Spaß miteinander, sehe ich ja auch an der Sonne. Und das ist ihm auch sehr, sehr wichtig. Jetzt schauen wir mal in sein Herz hinein. Das ist ja immer besonders spannend. Was ist denn in seinem Herz so los, wenn er an euch denkt? Was fühlt er? Was sagt uns sein Herz? Welche Botschaften darf ich da überbringen? Welche Botschaften hat die geistige Welt? Was darf ich erzählen? Was ist im Wunschpartner in seinem Herzen los, wenn er an euch denkt? Drei Karten hätte ich da auch gern. Drei Karten, bitte.
Sein Herz scheint doch ein Stück weit verschlossen zu sein, möchte nicht so in sich hineinschauen lassen, der gute Mensch. Aber ich bin geduldig. Drei Karten hätte ich gerne. Welche Botschaft, welche Nachrichten darf ich überbringen zum Thema Liebe? Was fühlt der gute Mensch? Okay, vier Stück sind rausgekommen. Dann schauen wir. Also in seinem Herzen, sein Herz, ich glaube, das hatten wir die letzte Woche auch schon, sagt ihm, Junge, Mädel, es ist 5:05, endlich deine Masken fallen zu lassen, um Klartext zu sprechen. Wir haben die Uhr, den Brief, die Masken und die Lilien da liegen. Die Lilien stehen ja für Schönheit, für Leidenschaft, für Sexualität. Und ich fühle im Moment, dass sein Herz ihn triggert und sagt, hey, lass die Masken endlich fallen, hör auf, so cool zu tun, hör auf, dem Menschen nur das Gefühl zu geben, dass nur die Leidenschaft mit ihm toll ist, sondern sprich mal Tacheles. Das ist so, was ich im Moment so fühlen darf. Ja, das ist ihm, es fällt ihm einfach immer noch schwer, sich wirklich zu öffnen euch gegenüber, wirklich zu zeigen, was ist denn in seinem Herz so los. Und so in der leidenschaftlichen Ebene, da klappt das ganz gut, aber was die Liebe betrifft, da ist er doch noch sehr verschlossen und hält sich zurück, weiß aber, dass es jetzt endlich an der Zeit ist, ja, mal rauszukommen, mal über Gefühle zu sprechen, über das, was in seinem Herz so vorgeht. Und auf der anderen Seite, welche Sorgen, welche Ängste hat sein Herz denn? Welche Botschaften darf ich da überbringen? Noch zwei Karten bitte. Wo drückt denn der Schuh in seinem Herz, in der Liebe, wenn er an euch denkt? Zwei Karten noch bitte. Wo drückt der Schuh? Wo hat er Sorge, Ängste, Nöte? Was nagt an seinem Herz? Zeigt der Herzebene. Hier die Masken. Er lässt sich nicht in die Karten schauen, wortwörtlich. Oder nur sehr, sehr ungern. Zwei Karten hätte ich gerne noch. Was darf ich meinen lieben Zuschauern, Zuschauerinnen erzählen? Was ist in seinem Herz denn noch so los? Bin gespannt, ob ihr euch mehr, aber ich glaube, ihr seid offenbar bei euch. Darf ich wahrscheinlich nicht so lange mischen. Schaut euch das an. Der hat echt, der hat doppelte Masken auf. Der will sich überhaupt nicht in sein Herz hineinschauen lassen. Unglaublich. Zwei Karten hätte ich noch gerne, bitte. Was darf ich erzählen? Was ist in seinem Herz so los? Aufregung. Gut, er ist gefallen, er schaut auf die Würfel. Die Würfel auch immer ein Zeichen von mal ein Risiko eingehen, ja. Und die Eulen sind einerseits Aufregung, andererseits beobachten die Eulen ja auch alles ganz, ganz genau und man zeigt, man sagt ihnen auch Weisheit nach. Die Eulen bedeuten aber auch einen Umbruch im Leben und zwar einen, ich möchte jetzt nicht sagen einen radikalen Umbruch, aber schon einen Umbruch, der einschneidend ist. Und er schaut auf die Würfel, auf den Umbruch, auf die Veränderung. Und ja, er hat schon ein bisschen Angst davor, dieses Risiko einzugehen. Also für ihn
steckt da immer noch ein gewisses Risiko, eine gewisse Angst in seinem Herzen, diesen Lebensumbruch mit euch tatsächlich zu realisieren. Entschuldigt das Piepsen, aber meine Waschmaschine ist fertig und wenn einer so lieb ist und sie kurz ausräumen würde. Ja, das ist bei ihm im Herz so das Thema. Ich weiß nicht, was bei ihm noch alles dahinter steckt. Ist er noch in einer Beziehung? Muss er erst alte Dinge abschließen, um mit euch in was Neues zu starten? Aber da sind schon, ja, Ängste sind es nicht wirklich, aber er wägt so ab oder er weiß, dass er ein Risiko sein könnte. Wir haben ja hier oben auch den Hund liegen, wo er schon so die Angst hat, euch als Freund verlieren zu können. Also da sind schon noch ein paar Ängste, Zweifel möchte ich nicht sagen. Es sind keine Zweifel, aber Kopfkino hat der Mann auf jeden Fall noch. Jetzt wollen wir aber mal bei euch reinschauen. Was sind denn so eure Gedanken zu ihm? Was darf ich da Schönes erzählen? Was geht denn bei euch so im Kopf rum? Oder welche Botschaften, Ratschläge, Tipps hat denn die geistige Welt so für euch? Eine Karte hätte ich gerne noch. Okay, zwei. Nehmen wir auf, jetzt muss ich schauen. So rum. Also bei euch im Kopf der Brief, ihr hofft immer noch auf eine Nachricht, auf irgendeine Reaktion von ihm, die euch zeigt, hey, das geht jetzt mal in was Stabiles, das wird jetzt mal fester. Und in eurem Kopf herrscht ein ganz schöner Zwiespalt. Die Routen immer Diskussionen, nicht so wirklich wissen, was ist richtig, was ist falsch. Und bei euch ist das einfach noch dieses, kommt er zu mir, kommt er nicht zu mir, Gefühl, was ich empfangen darf. Denn ihr wünscht euch, der Baum ist auch Stabilität. Wir haben hier zweimal die Stabilitätskarten liegen mit Anker, mit dem Baum und in der Mitte den Zwiespalt von euch. Ihr wünscht euch, dass eine Nachricht ankommt, die sagt, hey, hallo, ich bin bereit, jetzt der Baum auch ein neuer Lebensabschnitt mit dir in einen neuen Lebensabschnitt zu gehen, etwas Festes, etwas, was wächst, einzugehen. Der Baum, die Wurzeln gehen ja in die Erde, das gibt ihm die Stabilität und oben wachsen die Äste und die Blätter, also bei euch im Kopf tatsächlich auch Kopfkino. Kann es nicht anders sagen, ihr habt Kopfkino, ihr habt dieses, möchte er überhaupt zu mir, liebt er mich wirklich, spielt er noch mit mir, verlässt er sie, falls er noch in einer Beziehung ist und so weiter und so fort. Und in euer Kopf, ihr wartet auf eine Nachricht, die da jetzt endlich mal Klärung reinbringen soll. Was sind denn eure Ängste, Nöte, Sorgen in Bezug auf ihn? Da hätte ich gerne auch noch drei Karten. Drei Karten für meine lieben Zuschauer. Was sind so eure Ängste, eure Sorgen? Welche Botschaft hat die geistige Welt? Welchen Tipp, welchen Ratschlag darf ich euch vielleicht mit auf den Weg geben? Zwei Karten noch bitte. Und eine noch. Eine Karte noch. Welche Tipps, Ratschläge? Jo, voilà. So. Oh. Gut, die Schlange ist gefallen. Das wird jetzt nicht auf alle von euch zutreffen, aber da scheint noch eine andere Frau im Spiel zu sein. Und eure Ängste und eure Sorgen sind einfach die, der Berg ist gefallen, der Berg ist eine Blockade. Also ihr habt die Befürchtung, dass diese andere Frau ihn blockiert,
so dass er nicht zu euch aufbrechen kann, sage ich jetzt mal. Das Schiff ist ja die Karte für einen Aufbruch, wenn auch sehr langsam. Schiff ist ja nicht gerade das schnellste Verkehrsmittel, aber der Berg liegt in der Mitte zwischen dem Aufbruch und der Schlange, und die Schlange im Liebesorakel immer eine andere Frau, eine Rivalin. Ich lege sie, wenn ich Wunschpartnerlegung mache, nicht als Schlange raus. Jetzt ist sie aber gefallen, weil ich immer sage, wenn es noch eine Partnerin, eine andere Frau gibt, finde ich es nicht fair, sie als Schlange zu bezeichnen, denn sie ist auch in einer ganz schwierigen Situation, liebt diesen Mann vielleicht genauso sehr wie ihr. Darum finde ich die Karte nicht angebracht. Aber jetzt ist sie gefallen und eure Sorgen tatsächlich, entweder gibt es noch eine andere oder ihr habt die Sorge, dass es da noch eine andere gibt, die ihn blockiert und er aus diesem Grund noch nicht bei euch ist. Das sind jetzt so eure Sorgen in der Kopfebene, und jetzt möchte ich mal in euer Herz hineinschauen. Zwei Karten noch. Was ist bei meinen lieben Zuschauerinnen und Zuschauern im Herz denn los, wenn sie an ihren Wunschpartner denken? Was darf ich da? Seht ihr bei euch gleich ganz andere Energien, die Karten kommen? Er ist komplett, ja, er lässt sich nicht reinschauen. Das ist ein Mensch, der mag sich nicht in sein Herz schauen lassen. Eine Karte noch. Eine Karte. Was? Da ist sie. So. Bei euch ganz klar er. Und nein, ihr seid nicht schwanger, auch wenn der Bauch gefallen ist. Bei euch im Herz ist schon, ja, ihr habt Herzschmerz. Also das Kreuz ist eine Belastung, das Kreuz ist eine Last tragen. Ihr denkt an ihn, er schaut auch aufs Herz, was bedeutet, ihr habt tiefe Gefühle für ihn. Aber diese ganze Situation belastet euch schon ziemlich, weil, ja, da kommt, es belastet euch ziemlich, weil da einfach nicht wirklich etwas rüberkommt, was euch das Gefühl gibt, dass es vorangeht, oder was euch das Gefühl gibt, dass er eure Liebe erwidert oder zu euch kommen wird. Das ist auch das, was hier oben im Kopf ja so ist. Ihr sehnt euch nach etwas Festen. Der Bauch zeigt ja, dass etwas wächst. Ihr möchtet, dass etwas geboren wird, und zwar eine Beziehung. Und ihr liebt ihn und euer Herz ist aber ganz schön belastet. Also es tut weh. Den Zustand, den ihr im Moment habt, der tut euch weh. Welche geistigen Tipps, welche Ratschläge hat denn die geistige Welt für euer Herzchen? Welche Botschaft darf ich denn da überbringen zum Thema Wunschpartner? Wie sollt ihr euch verhalten? Was könnt ihr tun, damit es eurem Herz besser geht, damit ihr euch besser fühlt? Drei Karten hätte ich da gerne. Eine. Nee, es sind sogar zwei. Dann noch eine, bitte. Schaut mal, wie das bei euch flutscht, und er stellt sich an. Hoppala. Sehr, sehr, sehr schöne Botschaft. Das Kleeblatt ist gefallen. Das Kleeblatt ist Glück, etwas, das auch schnell kommt, glückliche Momente und der Schlüssel. Und ihr schaut auf den Schlüssel und auf das Glück. Also die Botschaft für euch von der geistigen Welt im Moment für euer Herz: schaut, dass es euch gut geht.
Lasst Glück zu, auch wenn das hier weh tut. Fokussiert euch nicht so extrem auf das Thema, kommt er zu mir, kommt er nicht zu mir, lasst es los. Und damit meine ich jetzt nicht, lasst ihn los, aber lasst dieses Kopfkino los. Weil desto mehr Energie ihr in diesen Schmerz hineinsteckt, wie soll ich das jetzt erklären? Ihr müsst die Energie ja ins Positive lenken, um etwas zu bekommen. Ja? Die geistige Welt, das Universum reflektiert ja im Grunde genommen das, was wir nach oben schicken. Und wenn eure Gedanken zu ihm belastet sind, voll Angst sind, negativ sind, mit Herzschmerz belastet, dann reflektiert ihr das. Also der Tipp von der geistigen Welt, schaut auf euch, dass es euch gut geht, ja? Dass es eurem Herz gut geht, dass ihr euch glücklich fühlt und positiv. Das ist im Moment die Botschaft von der geistigen Welt an euch. Schaut, dass es euch bei dem ganzen Galama, sage ich jetzt mal, gut geht. Ihr müsst euch gut fühlen, um positive Energien nach oben zu schicken, um positive Energien und Ergebnisse erfahren zu dürfen. Fazit aus der Legung, er möchte den Zustand, den ihr gerade habt, beenden und in Richtung einer Beziehung gehen. Er weiß, dass es an der Zeit ist, seine Masken fallen zu lassen, offen und ehrlich mit euch zu sein, was er denkt und fühlt. Andererseits hat er die Angst, euch als Freund zu verlieren, und er hat noch ein bisschen Angst vor dem Risiko, vor diesem Umbruch in seinem Leben, was bedeuten würde oder was kommen würde, wenn er mit euch etwas Festeres eingeht. Das sind jetzt so seine Gedanken, seine Gefühle. Da hätte ich jetzt gern aber für ihn, da kommt er geschossen, Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit ein, ist bei ihm ein wenig, weiß ich nicht, aber ist, und folge den Stimmen deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, boah Gott, jetzt brauche ich meine Brille, sorry, aber schaut euch das mal an, wer soll denn das lesen können, die Schrift auf dem Hintergrund. So. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Ja, er soll jetzt mal den Stimmen seines Herzens folgen, denn die sagen, lass die Masken fallen und geh doch mal ein Risiko ein. Meine Fresse, die Männer, so ehrlich. Wenn er in einer Partnerschaft ist, dann sowieso schwierig, denn oh, da kriege ich ja alles, was ich brauche, gehe ich das Risiko ein. Such mir eine eigene Wohnung, falle auf die Nase, habe ich niemand mehr, der mich betüdelt. Ja, aber wenn er euch liebt, soll er das Risiko gefälligst eingehen. So, was würde er euch denn sagen, wenn er seine Masken vom Gesicht nehmen würde, die Du- und Ich-Karte? Was für eine Botschaft hätte er denn an euch? Eine Karte, bitte, Dankeschön. Du und ich, einfach große Gefühle. Manchmal fehlen mir einfach die Worte, ja du Depp, die fehlen sie die ganze Zeit. Um auszudrücken, was ich für dich empfinde, aber eines ist sicher, mein allerschönstes Gefühl bist du. Na, wenn das nicht passt, wird der Arsch auf der Eimer. Ich lese es nochmal vor. Manchmal fehlen mir einfach die Worte, um auszudrücken, was ich für dich empfinde. Haben wir ja hier. Aber eins ist sicher, mein allerschönstes Gefühl bist du. Ja. Was soll ich denn dazu noch sagen? Welchen Engel begleitet ihn in der nächsten Woche? Engel der Fülle, eine neue Quelle öffnet sich dir. Ja, ihm würde eine super, es würde sich eine super Quelle öffnen, wenn er sich denn jetzt endlich mal in eure Richtung bewegen würde. Und euer Engel
Oh, ich liebe ihn, ich liebe diesen Engel. Engel der Wunder. Freu dich auf positive Überraschungen. Ein Wunder kann über Nacht geschehen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass dieses Wunder über Nacht geschieht. Vielleicht auch mal nachts an euer Türchen klopft und sagt, hey, ich vermisse dich so sehr, ich möchte hier bleiben. Das war meine Wunschpartnerlegung für die kommende Woche. Wenn sie euch gefallen hat, gebt mir doch ein Like, einen Daumen hoch. Ich freue mich wirklich über jedes einzelne. Und wenn ihr was in die Kommentare schreibt, freue ich mich genauso und ich antworte auch immer. Und falls ihr wissen wollt, wie es in der kommenden, übernächsten Woche bei eurem Wunschpartner weitergeht, drückt die Abo-Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich was online stelle und es kostet euch keinen Pfennig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen 1. Mai. Wir hören uns morgen mit den Tagesenergien wieder. Bis bald. Tschüss.